Sonntag, der 27. Dezember 2020, ein historischer Tag. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens und die ersten Impfungen erreichen das Krankenhaus Bozen. 145 Impfdosen ermöglichen es, dass auch Bozen am großen symbolischen europäischen Impftag gegen das Coronavirus teilnehmen kann. Natürlich ist es ein einmaliger Tag. Wer hätte schon gedacht, vor 10 Monaten, dass wir noch 2020 diese Impfung bekommen? Ich denke, niemand. Deshalb muss man erleichtert sein, muss man wirklich froh sein. Und es ist heute die Wende in der Pandemiebekämpfung, der Anfang der Wende, denn wir haben sie ja noch nicht bekämpft. Aber wenn jetzt viele sich impfen lassen und die Impfdosen wirklich kommen, von dem wir ausgehen, dann haben wir die Pandemie besiegt. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Das heißt, Rückkehr zum normalen Leben. Als Erste wurde eine Krankenpflegerin geimpft. Es soll dies auch ein Dankeschön für den großen Einsatz aller Pflegekräfte in den letzten 10 Monaten der Pandemie sein. Dann kamen 2 Senioren an die Reihe. Die Personen in hohem Alter haben nämlich den höchsten Preis zahlen müssen. Noch vor wenigen Monaten schien ein Tag wie dieser in weiter Ferne zu liegen. Ich habe diesen Moment in vielen meiner Wunschträume erlebt. Ich habe wirklich seit vielen Monaten auch gebeten, dass dieser Impfstoff so schnell wie möglich kommt. Denn das gibt uns die Möglichkeit, aus dieser Krise endlich herauszukommen und damit wieder eine sehr, sehr wichtige Versorgung, Grundversorgung, Gesamtversorgung der Bevölkerung wieder aufnehmen zu können. Die wissenschaftliche Korrektheit und Seriosität dieser Impfstoffe, auch wenn sie in Rekordzeit entwickelt worden sind, bestätigt der 4. Südtiroler Geimpfte an diesem Tag, ein international anerkannter Virologe. Sie müssen wissen, dass ich Zugang habe zu all den Unterlagen von Moderna und von Pfizer, weil ich bei der EMA bin und weil ich auch bei der FDA per Video zugeschaltet war. Ich kenne also alle Details und ich lasse mich impfen. Das müsste ich Ihnen sagen, der Benefit ist viel größer als das Risiko. Die Genugtuung und die Zufriedenheit sind allen Beteiligten, die seit Monaten an diesem gemeinsamen Ziel arbeiten, ins Gesicht geschrieben. Nach vielen, vielen schwierigen Monaten ist es jetzt soweit, dass wir sagen können, wir haben ein Instrument in der Hand, das es uns möglich macht, ein neues Kapitel aufzuschlagen, das Virus endgültig zu besiegen. Es wird noch einige Monate an Einschränkungen geben, an Regeln geben, aber jetzt haben wir die Chance und es gilt, dass sich jetzt ganz, ganz viele Menschen impfen lassen, dann werden wir das Virus endgültig besiegen können. In den nächsten Tagen werden weitere 5.850 Impfdosen nach Südtirol geliefert werden.